So, die nächste Runde steht an. Wir spielen Geslo. Wer letzte Woche Geslo gesehen hat, der weiß, dass ich mich ein bisschen geärgert habe. Wir werden das jetzt mal richtig spielen, so wie ich es auch vorhatte. Geslo, Laserbild, für mich der einzige Bild, der tatsächlich in den Teamfights einigermaßen nutzvoll ist. Und sowohl zum Pushen als auch in den Teamfights extrem stark ist. Das werden wir spielen. Wir haben zwei Magier auf der Gegnerseite. Wir haben Serratu Alarak. Das wird super, super schwierig für mich. Aber wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Das heißt, ich muss den Laser, muss mich gut positionieren, darf nicht zu lange stehen bleiben und, und. Und wir haben sogar drei Magier, vier Magier. Ach du dicke Scheiße. Das wird ein anstrengendes Game. Schauen wir mal, wie das wird. Das wird ein absolutes Desaster. Serratul wird sich freuen. So viel steht schon mal fest. Und die Komi wahrscheinlich auch mit dem One-Shot-Bild. Mal gucken, ob ich mich auch freuen darf. Aber ich glaube nicht. Versuchen wir nochmal unser Glück mit dem guten Gessler. Auf geht's. Eilt euch! Die Winde des Krieges Wir beginnen werden zu wieder heulen. Zerlegt spielen, um die Abklingzeit zu verringern. Welch unerfreuliche Überraschung. Ja, ganz toll. Mein allerliebster Mitstreiter. Hey, wollt ihr nicht mal kurz mal ein Explodium festhalten? 10 Sekunden verbleiben. 5, 4, 3, 1. Auf in den Kampf! Ein Mana mehr, das ist bitter. Haben wir ihn erwischt? Ich gehe runter. Damit hilfst du mir nur, Kollege. Wählt ein Talent. Damit komme ich klar. Laser können wir nicht mehr einsetzen. Allianz ist anscheinend dumm genug, einige unserer Krieger als Geiseln zu nehmen. Macht euch bereit, sie zu befreien. Unterwegs. Jetzt haben wir ein bisschen Mana bekommen. Scheint, als hätten beide Seiten Gefangene genommen. Behaltet unser Gefängnis im Auge und nehmt das der Allianz ein. Unterwegs.
I'm so dead. Der Tod ist ohne Belang für einen Diener der Geister. Da stand ich mega out of position. Wir stehen auch mega out of position da. Von der Seite anzugreifen ist nicht so gut. Die Allianz nimmt unser Gefängnis ein. Vertreibt sie und überprüft die Verriegelung. Au. Das wird ein absolutes. Glück gehabt. Unser Gefängnis ist an die Allianz gefallen. Macht euch bereit, ihrer Kavallerie zu begegnen. Und ich bleib mal unten. Aufzuhalten genügt nicht, um diesen Krieg zu gewinnen. Drecktal! Der Serato ist da jetzt auch. Getriebe eingestellt. Schalter angelegt. Kann ich jetzt leider nicht mehr sehr viel machen da hinten. Hey, nicht hetzen. Muss ich leider back. Mal bei Level 10 mit mal Robo-Goblin geben, weil es Panzerung Bewegungsgeschwindigkeit gibt und Xeratu in 1 gegen 1 Duell können wir möglicherweise sogar gewinnen. Ja, die wollen sich das Ding da unten jetzt schnappen. Noch mehr unserer Frostwölfe festgehalten werden. Sie müssen befreit werden. Unsere gefangenen Krieger wurden endlich aufgespürt. Wir müssen los. Unterwegs. Hier könnte sich noch als nützlich erweisen. Euer Dienst so ein Arsch. Für die Finsternis ist noch nicht beendet. Na gut, dann müssen wir uns jetzt anders drauf fokussieren. Wir müssen versuchen, jetzt zu pushen.
XP irgendwie ranholen. Jetzt ist schon das zweite Mal gestorben. Weil Kaitas da einfach aus einer scheiß Bombe gekommen ist. Weil ich jetzt nichts machen können. Ich habe den Ulti dafür gezündet, um ihn eventuell zu killen. Kay hat schon keinen Bock mehr. Heil dich. Du musst dich an ihn heilen. Wir haben die Allianz aus unserem Gefängnis vertrieben. Gut gemacht. Dafür ist mein Baby ja da. Getriebe eingestellt. Die Allianz hat die Kontrolle über unser Gefängnis erlangt. Ihre Kavallerie wird sich bald auf uns stürzen. Einfach den Mist abgeben und fertig. Dann mal los! Dafür ist dein Baby ja da! Wählt ein Talent! Unterwegs! Jetzt muss ich weg. Das kann ich nicht mehr machen. Serato kommt jetzt runter. Also ein bisschen Mitte defenden. Überlasst ihnen unsere Force nicht kampflos! Etwas Besseres habt ihr nicht drauf, Ostwölfe? Das wird nicht ausreichen! Eieieiei. Ging's aber hart eins auf die Fresse, das gibt's ja gar nicht. Er ist auch tot. Eieieiei. Jemanden wie euch hätte ich in Andorhal gebrauchen können. Ja, kämpft weiter, bis auch ihr letzter Hoffnungsschimmer erlischt. Das ist halt schwierig, das Spiel. Wir haben zu viel Magier. Die sind einfach leichte Beute für Serator. Unsere Krieger wurden gefangen genommen. Wir dürfen sie nicht dem Feind überlassen. Damit komme ich klar. Gang eingelegt. Geld oder Liebe? Geld. Damit kann man Liebe kaufen. Ja, wir müssen da runtergehen. Gehören nicht in Level 16 hätte ich gern noch geholt, aber versuchen wir es. Phylakterium bereit.
Die haben aber zu viele Tools, um uns einfach instant abzurätseln. Ja, das Serratul, der hat hier seinen Spaß gegen vier Magier. Das Serratul kann halt einfach machen, was er will. Schade, wir haben einfach das... ein richtig schlechtes Lineup bekommen. Wir haben keinen einzigen Melee, wir haben nur Ranges. Ich bezeichne mich jetzt auch nicht unbedingt als Melee, aber das ist wirklich mal wieder eine Teamzusammenstellung, wo man am liebsten im Boden versinken würde. Wie schlecht das zusammengestellt ist, meine Güte. Ja gut, die Sache ist gelaufen, da kann ich als Gesslow halt nichts machen. Unser Gefängnis ist Blizzard möchte nicht, dass Gesslow gespielt wird. Die geben mir immer dumme Teamzusammenstellungen mit Gesslow. Ich nicht. Alterac wird unser sein! Die one-shotten uns halt einfach. Und der überlebt, ist das bitter, ey. Wanker muss ich es, wenn ich nicht kaputt mache. Das mit dem Stun ist echt super. Aber viele Art. Einfach viel, viel besser als. Auch zum Pushen ist es ziemlich gut. Hab Boss gemacht. Die Allianz nimmt noch mehr Gefangene. Das ist der erste Stun. Dass man Orks nicht lange einsperren kann. Unsere Zitadelle wird belagert! Was? Ja, nee, ist klar! Was auch immer. Der Feind greift unsere Zitadelle! Ich habe die gefangenen Orks gefunden. Ich zähle auf euch, um sie da rauszuholen. Schade. Wir haben es versucht. Aber man sieht das schon an den Toten von den Magiern. Das ist halt einfach unspielbar gegen das Team gewesen. Die hatten alle One-Shot-Qualitäten und wir sind einfach nur die Opfer vor dem Herrn gewesen. Da kann man eigentlich niemandem einen Punkt geben, weil das echt armselig war. Von der Teamzusammenstellung. Schade. Aber ich möchte nicht die Hoffnung aufgeben. Gesslow hat Potenzial. Wir haben es versucht. Ich habe versucht, meine Tool so schmerzlos zu lassen, wie es geht. Kell 9, 11, Gul'dan, 9 Jaina, 9 Nasebo. Ja.
Was willst du machen gegen Serratul? One-Shot, Alarak One-Shot, Komi One-Shot, Keltas One-Shot mit Pyroblast. Schwierig. Kann man meinem Team keinen Vorwurf machen. Kann man nur einen Vorwurf an das Matchmaking machen an dieser Stelle. Naja. Gut, dann sehen wir uns zur nächsten Runde wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.